Ja, schön, dass Sie alle dabei geblieben sind. In Ihrem Programm haben Sie wahrscheinlich gesehen, dass jetzt unter dem Hashtag Rundblick der Herr Bernhard Rindt vorgesehen war. Der Herr Rindt entschuldigt sich an dieser Stelle. Es hat leider einen Corona-Fall in der Familie und deshalb ist deshalb heute leider nicht hier, kann deshalb heute nicht hier sein. Wir haben aber einen adäquaten Ersatz gefunden aus dem Hause Egrid, Herr Thomas Schönland. Er wird sich um das Thema, wie können wir Speicher zur wirtschaftlichen Leistungsbereitstellung, wie können Speicher zur wirtschaftlichen Leistungsbereitstellung beitragen? Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, Thomas. Ich weiß, du bist ein bisschen nervös, waren wir eben alle. Ich drücke dir die Daumen, alles gut. Viel Spaß. Super, vielen Dank. Ja, danke Tom für die Anmoderation und hallo an alle vor der Kamera. Wie Sie, glaube ich, unschwer erkennen können, bin ich nicht der Bernhard Rindt. Er wäre sehr gern hier gewesen und wir mussten so kurzfristig umplanen, dass wir auch die Bildchen gar nicht mehr ändern konnten. Aber wir freuen uns trotzdem super, dass wir hier sein können bei dieser spannenden Veranstaltung. Und ja, sind davon fest überzeugt, dass das Thema Energiespeicher ein ganz wesentlicher Baustein der Energiezukunft ist, um mehr Flexibilität und Intelligenz in die Stromnetze zu bringen. Und da freuen wir uns darüber, dass wir mal so ein bisschen aus unserer praktischen Erfahrung heute was erzählen können. Wenn ich sage wir, dann meine ich die Firma eGrid mit dem Sitz in Kempten. Wir sind ein technisches Beratungshaus mit dem Fokus auf Gestaltung der Energiezukunft, gegründet 2013 durch das Allgäuer Überlandwerk, der Regionalversorger im Allgäu und seit 2017 als Joint Venture mit der Siemens unterwegs, beschäftigen wir uns mit allen Themen rund um Erzeugung, Lasten und wie man das Ganze intelligent, sinnvoll verknüpfen kann. Ganz wesentlicher Punkt, seit gut 5 Jahren sind da eben auch die Batteriespeicher, die wir uns anschauen. Wir haben mittlerweile in der Planung und Projektierung gut 5 Megawattstunden ins Netz gebracht und haben sicherlich bald an die 100 Konzeptstudien für Speicher erstellt und haben heute einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, wie das Ganze in welchen Use Cases heute umgesetzt werden kann. Was ist die Motivation dahinter? Wir kommen im Allgäu aus einer Region, wo wir schon seit einigen Jahren das Phänomen haben, dass wir durch dezentrale Erzeuger große Überschüsse haben, die eben nicht in der Region bleiben können, sondern abtransportiert werden müssen und später muss der Strom wieder zugekauft werden. Das heißt, man hat sich schon sehr früh darüber Gedanken gemacht, wie kann man denn diese erneuerbare Erzeugung tatsächlich sinnvoll in der Region halten. Wir sprechen also mittelfristig beim Thema Speicher über das Ziel der Verstetigung der Einspeisung plus jetzt mit dem Thema E-Mobilität auch ein bisschen über das Thema Verstetigung der Lasten. Langfristig geht es uns natürlich durchaus darum, den erneuerbaren Anteil zu erhöhen, weiter Erneuerbare ins Netz zu integrieren und das Energiesystem weiter zu dekarbonisieren. Wir können hier also optimale Systemauslegungen bringen in der Planung und können die sehr spezifisch an Kundenbedürfnisse anpassen. Das heißt, wir sagen, zentraler Baustein ja, aber wir wissen auch, dass das ganze Thema Investitionskosten rentiert sich, das immer wieder stark hinterfragt wird und sagen deswegen, es muss gut geplant sein, es muss ein gut ausgelegtes System sein und das versuchen wir so zu meistern. Die Gretchenfrage beim Thema Energiespeicher ist eigentlich seit ja, mindestens 5 Jahren dieselbe, ne? Wann lohnen die sich? Also jeder versteht irgendwie dass es technisch sinnvoll ist, das versteht jeder schnell. Aber was können wir machen, damit sich das Ganze mehr rentiert? Dann haben wir einmal die Kostenseite. Die kommt uns ganz gelegen, weil die Zellpreise in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken sind. Wir gehen auch davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Und dann haben wir aber natürlich auch die Erlösseite. Und ich habe jetzt hier einfach mal auf der Folie so einen ganzen Blumenstrauß mitgebracht an Anwendungen, die mit Speichern möglich sind. Jetzt sehen Sie da, ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, weil ich habe es später nochmal auf den Folien dabei, aber Sie sehen, das sind zum einen Anwendungen im Netzbereich, das sind zum anderen aber auch Anwendungen tatsächlich im Gewerbekunden-Industriebereich und wir haben unten in der Bubble auch das Thema Integration von Ladeinfrastruktur, was noch
nicht eine super große Bedeutung hat, aber wo wir auch sehr großes Potenzial sehen. Jetzt ist es hier also so, dass wir davon ausgehen, dass ein Use Case alleine so einen Speicher gar nicht so super attraktiv macht. Und wir haben festgestellt, dass es dann besonders spannend wird, wenn man sich auf Multi-Use-Anwendungen fokussiert. Und dafür haben wir, weil wir am Markt uns umgeschaut haben und gemerkt haben, da gibt es noch gar nicht so viel, haben wir angefangen, Steuerungen für solche Speichersysteme selber zu schreiben. Das ist unser eCrit EMS und damit können wir verschiedene Use Cases tatsächlich auch kombinieren. Die Use Cases, die Sie jetzt hier sehen, sind nicht alle gleich attraktiv. Ja, das variiert also so ein bisschen je nach Anwendungsfall. Und es variiert auch so ein bisschen natürlich nach Speichergröße. Das heißt, wenn wir hier mal die ganze Palette sehen, vom Heimspeicher bis zum Netzspeicher, dann ja, differiert das in den Anwendungsfällen. Und es ist natürlich auch so, dass vielleicht das Thema Eigenverbrauch optimieren mit einem Speicher im Heimbereich attraktiver ist, weil da einfach die Strompreise im Privatkundensegment sehr, sehr hoch sind. Wenn wir da natürlich im Gewerbe- und Industriekundensegment sind, wo es einige Ausnahmen auch gibt, dann ist die Lücke da vielleicht nicht ganz so groß. Das heißt, da muss man schon immer schauen, in welchem Bereich bewegt man sich hier. So, ich möchte jetzt einfach mal auf verschiedene Beispiele eingehen, einfach um so ein bisschen Gefühl dafür zu vermitteln, was für Gedanken wir uns in den einzelnen Use Cases machen. Und dann bleiben wir einfach mal bei der Eigenverbrauchsoptimierung. Also hier ist ja auf jeden Fall erstmal das Ziel, dass wir mit der Speicherung, mit dem Speicherpotenzial unseren Eigenverbrauch erhöhen. Das heißt, die Erzeugung, die zum Beispiel in der Mittagszeit nicht direkt verbraucht werden kann, in den Speicher einspeichern und die zeitliche Verschiebung hinbekommen, um am Abend die saubere Energie zu nutzen. Das heißt, wir haben hier die Chance, auch bei der Erlösquelle, dass wir ja unsere Eigenverbrauchsquote erhöhen und ja natürlich unseren Netzbezug weiter senken können. Ganz klar muss man hier dazu sagen, ist das ein Thema, dass es ohne eine Mischung mit einem anderen Betriebssystem, mit einer anderen Betriebsstrategie so etwas schwierig darstellbar ist wirtschaftlich, weil der Speicher im Jahr nur so 200 bis 300 Vollladezyklen erreicht und das einfach ja, noch nicht an dem Punkt ist, wo man hin möchte mit so einem Speicher. Allerdings muss man auch sagen, dass wir hier gerade das Thema Post-EEG-Anlagen sehen, die massiv in den Markt drücken werden und wo eine Umrüstung auf Eigenverbrauch Sinn machen wird. Und wir sehen eben natürlich auch das Thema Ladeinfrastruktur, was hier entsprechende Rolle spielen kann in Zukunft. Machen wir einfach mal weiter mit einem Beispiel der Lastgangoptimierung. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil wir hier tatsächlich so ein bisschen dieses Thema Speicherung und Demand-Side-Management verknüpft haben. Das heißt, was ist das Ziel bei der Lastgangoptimierung? Prinzipiell sprechen wir hier um eine Reduzierung des Leistungsbezuges am Netzübergabepunkt, zum Beispiel für einen Gewerbe- oder Industriekunden. Wir haben hier ein Ampelsystem entworfen, wie Sie es auf der Grafik sehen, für eine Bäckerei, wo man einfach gesehen hat, die verschiedenen Lasten, die da reinkommen, ja, wenn die einen gewissen Schwellwert erreichen, zeigt die Ampel an, okay, jetzt ist vielleicht nicht unbedingt noch der dritte intensive Prozess mit dazu zu schalten, damit warten wir jetzt 15 Minuten und damit schafft man erstmal so eine gewisse Visualisierung und kommt auch weg von dem Thema, das ist nur irgendwie Strom und der ist immer da. Als Erlösquelle bei der Lastgangoptimierung haben wir natürlich das Thema Leistungspreis. Das ist ganz klar dadurch motiviert, dass wir sagen können, wenn wir die Spitzenlasten abfangen können, dann können wir eben für das nächste Jahr die Leistungspreise entsprechend reduzieren. Bisschen die Herausforderung dabei ist tatsächlich, dass man das mit dem Speicher auch treffen muss. Das heißt, man braucht in diesen Zeiten, wo die Lastspitzen auftreten, dann auch tatsächlich die Kapazitätsreserven. Und wenn man mit der Lastgangoptimierung Multi-Use-Case fährt, dann muss man also dafür sorgen, dass die Dimensionierung so ausgelegt ist, dass man diese Spitzen auch tatsächlich abfährt, wenn sie kommen und da saubere Prognosen hat. Bleiben wir mal in diesem Themenfeld und sprechen über die Optimierung der Netzentgelte. Da haben wir prinzipiell zwei Stellschrauben. Das ist einmal die atypische Netznutzung. Wir haben es gerade hier abgekürzt mit ANN. Es gibt dann noch die intensive Netznutzung, habe ich auch gleich noch dabei. Und hier ist es also so, dass es ja die Möglichkeit gibt, die
Netzentgelte für das gesamte Jahr zu reduzieren, wenn man dem Netzbetreiber hilft. Das heißt, der Netzbetreiber schreibt für gewisse Zeiten ein Hochlastfenster aus. Und wenn man es da schafft, seine eigene Last in diesem Hochlastfenster so zu drücken, dass eine Differenz zur Spitzenlast entsteht, dann vergütet das der Netzbetreiber. Und das sieht dann hier in der Grafik, kann man es schön sehen, so aus, dass es eben einen gewissen Schwellwert gibt. Und wenn man diesen unterschreitet in dem Hochlastfenster, dann kann man tatsächlich von einem sehr interessanten Case sprechen, was die Wirtschaftlichkeit für Batteriespeicher betrifft. Das ist perfekt, um dieses Verschiebepotenzial on point zu generieren. Und gleichzeitig ist es so, dass wir hier auch ein großes Multi-Use-Potenzial haben, weil die Hochlastfenster sind halt nur an einigen bestimmten Tagen im Jahr und den Rest der Zeit kann man den Speicher tatsächlich sinnvoll für andere Dinge verwenden. Wir haben dann noch das Thema intensive Netznutzung. Das ist tatsächlich ein bisschen, es klingt sehr ähnlich, aber es ist ein bisschen anders, weil es bei der intensiven Netznutzung prinzipiell darum geht, den Lastgang über das gesamte Jahr zu verstetigen und die Vollbenutzungsstunden zu erhöhen. Und hier ist es also so, dass prinzipiell der Speicher dazu dient, den Lastgang zu harmonisieren. Auch das ist sinnvoll für den Netzbetreiber, weil er dadurch einfach eine bessere Planbarkeit, Verzeihung, bekommt. Und das entsprechend auch hier mit einer Reduktion der Netzentgelte honoriert. Die Schwierigkeit bei diesem Fall besteht darin, dass der Multi-Use deutlich herausfordernder ist, weil der Speicher quasi das ganze Jahr über im Einsatz sein muss, um diese Harmonisierung des Lastgangs zu ermöglichen. Gehen wir mal weiter in Richtung der Netzdienstleistungen. Und ich habe jetzt bewusst das Thema Primärregelleistung nicht an den Anfang gestellt. Also das Thema Primärregelleistung ist ja ganz oft, wenn man über große Speichersysteme spricht, so der erste Wirtschaftlichkeits- oder die erste Erlösquelle, die eigentlich einem einfällt. Wir haben allerdings schon 2015 gesagt, dass dieser Markt wahrscheinlich durch neue Anbieter, wie zum Beispiel auch Speicher, tatsächlich an Erlöspotenzial einbüßen wird. Wir haben das auch gesehen. Das heißt, wir haben jetzt für 2020 eine Hochrechnung gemacht, die bei rund 90.000 Euro pro Megawatt liegen wird. Und wir erwarten hier tatsächlich auch noch eine weitere Preisreduktion in den nächsten Jahren, bis zu dem Punkt, dass es tatsächlich auch sein kann, dass statt der Primärregelleistung einfach der Arbitragehandel mit dem Speicher entweder als Ergänzung oder wirklich als Ersatz interessant werden kann. Also ich denke, Teilnahme Primärregelleistungsmarkt für die Bereitstellung von Regelleistung immer noch ein Klassiker, gerade bei großen zentralen Speichersystemen. Wir sehen hier aber durchaus preislich Risiken. Chancen könnten sein, wenn da die Rahmenbedingungen weiter angepasst werden. Ich glaube, wir sind aktuell bei einer wöchentlichen oder täglichen Ausschreibung und da wird ja auch diskutiert, das in den Stundenbereich zu bringen. Das würde natürlich wiederum bedeuten, dass man noch mehr Flexibilitätspotenziale freischalten kann. Gut, und dann kann man natürlich auch noch schön über weitere Netzdienstleistungen sprechen. Wir kommen jetzt hier in den Bereich, wo ich sagen würde, das sind keine Dienstleistungen eines Speichers mehr, die sich für alleinstehend rentabel erweisen. Wir sprechen hier also um das Thema Schwarzstart. Wir sprechen hier um das Thema, Verzeihung, jetzt ist hier gerade was an der Folie verrutscht. Also Thema Schwarzstarthilfe bei Netzausfällen sprechen wir davon, dass Speicher hier dabei helfen können, das Netz wieder zu synchronisieren. Wenn Sie das in der Grafik erkennen können, sehen Sie in den unteren beiden Linien, dass wir da am Anfang einen Ausfall des Netzes haben. Das wird dann wieder hochgefahren. Und dann sehen Sie oben in der grünen Kurve, dass später als weitere Verbraucher dazukommen, der Speicher gegenfährt, um die Frequenz entsprechend wiederherzustellen. Das ist also eine spannende Zusatzdienstleistung. Wir sprechen bei der Erlösquelle allerdings davon, dass wir hier einfach nur vermiedene Investitionen in Dieselgeneratoren zum Beispiel haben. Das heißt, es gibt aktuell keine direkte Vergütung, wenn man diese Dienste bereitstellt. Das mal so als einen
Ausflug auf diesen Blumenstrauß, den ich vor uns aufgemacht habe. Wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass, ich sag's mal, eine Blume aus dem Blumenstrauß nicht unbedingt reicht, sondern dass man sich überlegen muss, wie stellt man sich einen schönen Strauß zusammen. Und das Ganze können wir dann über unser System auch monitoringseitig mit betreuen. Das heißt, wir haben zusätzlich zu der Steuerung ein entsprechendes Monitoring, was uns eine Anlagenübersicht gibt, was uns ermöglicht, die Lastgänge auszuwerten, zu analysieren und auch zukünftig in der Zukunft zu optimieren, und bekommen dazu, wie wir es vorhin bei der Ampel gesehen haben, eben auch eine Übersicht über die Demand-Side-Management-Maßnahmen. Abschließend will ich mal noch kurz auf zwei Beispiele eingehen, über die wir uns auch sehr freuen. Wir haben einmal das Thema Multi-Use von einem Speicher verknüpft damit, dass wir keinen zentralen Speicher haben, sondern wir haben einen Schwarmspeicher. Der Schwarmspeicher Allgäu, ein Leuchtturmprojekt von uns, auch dieses Jahr ausgezeichnet mit dem PV Magazine Highlight Storage Award. Wir haben uns überlegt, dass es durchaus spannend ist, mal nicht nur kleine Speichersysteme zu vernetzen, sondern wirklich in der Netzebene das mal auszuprobieren, und haben da mittlerweile wir sind gestartet mit 5 dezentralen Einheiten auf 500 kW, haben letztes Jahr die 6. Station in Betrieb genommen und haben hier also wirklich das Thema, dass wir dezentrale Speichereinheiten zentral steuern plus in verschiedene Use Cases mit diesem Speicher reingehen können. Das können also sowohl im Schwarm gesteuerte Anwendungsfälle sein, als auch dezentral an den jeweiligen Standorten, zum Beispiel die Netzdienstleistungen, wie ich es auf der vorletzten Folie hatte, für die Ergänzung sein. Das ist also aus unserer Sicht ein sehr spannendes Thema. Das Thema Speichersteuerung in diesem Detailgrad wird noch wenig mitgedacht. Und hier glauben wir, dass wir ein paar ganz spannende Erfahrungen sammeln konnten. Ein zweites Beispiel hier mal noch aus der Schweiz habe ich mitgebracht, weil wir hatten vor uns schon mal kurz über das Thema Wirtschaftlichkeit und Amortisation gesprochen. Wir haben in der Schweiz für einen Energieversorger einen Batteriespeicher schlüsselfertig übergeben. Sprechen wir über eine Bruttokapazität von 1,5 Megawattstunden und kombinieren hier die Anwendungsfälle Regelleistungsmarkt und Bilanzkreisoptimierung. Sind natürlich in der Schweiz jetzt auch nochmal regulatorisch ein bisschen anders aufgestellt, aber Grobkennzahl können wir sagen, mit einer Investition von um die 900.000 Euro kriegen wir hier eine Amortisation von rund 8 bis 9 Jahren hin. Abschließend haben wir mal versucht, so ein bisschen zu sortieren, sozusagen, welche Erlöspotenziale sind denn Stand heute aus unserer Sicht am spannendsten. Da steht, sind wir überzeugt, dass Lastspitzenmanagement und die Netzkostenoptimierung durchaus an erster Stelle. Themen wie der Arbitragehandel sind zum Beispiel jetzt noch relativ weit unten, könnten in Zukunft eine höhere Bedeutung bekommen. Wir sehen hier aber, dass es zum einen natürlich im Großen durchaus von regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt, und im Kleinen ist es auch so, dass sich selten für Standorte pauschale Aussagen treffen lassen, sodass wir eigentlich jedes Mal schauen, was ist der ideale Use Case maßgeschneidert im Kundenfall. Gut, und damit bin ich erstmal soweit am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich freue mich auch auf die weitere Veranstaltung, Fragen, Diskussion. Dankeschön. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja, ich habe nämlich schon gehört, dass es zumindest eine Frage aus dem Off gibt. Lieber Freddy, sehe gerade zwei. Mittlerweile zwei, ganz ja, genau. Ja, bitteschön, Freddy. Inwieweit braucht der Netzbetreiber Zugriff auf den Speicher, damit die atypische Netznutzung funktioniert? Boah, Zugriff auf den Speicher. Gibt es die Möglichkeit, die Frage zu konkretisieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Können wir vielleicht dann im Nachgang schriftlich beantworten, gerne, wenn es jetzt so ausladend werden würde? Also es ist sehr ausladend, geht sehr stark in die Umsetzung rein und ist vielleicht auch von Netzbetreiber zu Netzbetreiber nochmal unterschiedlich. Das heißt, das Thema Atypik ist ja etwas, was vom Netzbetreiber vorgegeben wird, und wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, 800 oder 900 Verteilnetzbetreiber. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so pauschal beantworten kann.
Perfekt. Genau. Zweite Frage, wäre das EMS geeignet, um eine Abrechnung der Speichersysteme auf Basis des Energieverbrauchs, zum Beispiel Kilowattstunde, zu realisieren? Ja. Gute Antwort, ja.